Heute bringen wir Ihnen zwei wichtige Neuigkeiten. Die erste betrifft Enzo, den Hund, den wir in einem so schlechten Zustand gerettet haben, dass seine Haut zu Stein zu werden schien. Nach mehreren Tagen der Behandlung im Krankenhaus und zwei Bädern hat sich sein äußeres Erscheinungsbild deutlich verbessert. Innerlich ist Enzo jedoch noch sehr empfindlich, sodass er weiterhin im Krankenhaus bleiben wird, um von den Tierärzten engmaschig überwacht zu werden. Im zweiten Teil des Videos sehen Sie, wie es Linda geht, dem Hund, den wir mit Krebs gerettet haben. Sie besucht jetzt den Tierarzt für eine Blutuntersuchung nach ihrer ersten Chemotherapiesitzung. Außerdem werden wir eine Zytologie an einem kleinen Knoten durchführen, den wir kürzlich entdeckt haben. Verpassen Sie es nicht. Heute steht Enzos Augenuntersuchung an. Er ist so ein Schatz, was für ein Unterschied. Aber er hat immer noch Anämie. Wenn man bedenkt, wie er war, hat er sich verbessert. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass er jung ist. Wie alt schätzt du ihn? 2 oder 3? Das hat man mir gesagt. Als ich ihn zum ersten Mal sah, hatte ich keine Ahnung, wie alt er sein könnte. Verständlich, unter all den Krusten. Seine Druckwerte sind perfekt. Er erholt sich von der Leishmaniose. Besonders auf okulärer Ebene. Jetzt müssen wir nur noch die ganze Keratitis behandeln. Das wird eine Weile dauern. Selbst mit der Spaltlampe kann ich die gesamte Vaskularisation sehen. Aber er muss die Medikation fortsetzen. Lass uns in den Schatten gehen. Er wird gleich einschlafen. Ohne sein Fell ist diese Sonne nicht gut für ihn. Er bessert sich, aber wir machen uns Sorgen wegen der Anämie. All das ist in Ordnung, aber das Problem, das er jetzt hat, betrifft die inneren Organe. Hoffen wir, dass er es schafft. Daumen drücken. Seine Haut ist in Ordnung, aber diese Geschwüre brauchen eine Weile, um zu verschwinden. Hoffen wir, dass er es schafft. Ich habe diesen kleinen Jungen sehr ins Herz geschlossen. Er liebt das. Wir könnten den ganzen Tag so bleiben, sowohl Enzo als auch ich. Hallo, ich stehe vor Isidors Klinik.
Ich bin mit Linda hier für eine Untersuchung, um zu sehen, wie es ihr nach ihrer ersten Chemotherapie vor ein paar Tagen geht. Schau mal, diese kleinen Hunde sind wie zwei Erbsen in einer Schote. Linda ist ein bisschen mürrisch. Schau, wie gut es ihr geht. Guten Morgen. Sie ist perfekt. Es scheint, als hätten wir nichts an ihr gemacht. Sie hat einmal erbrochen. Das ist das einzige Symptom, das sie hatte. 12 von 65 Kilo. Linda liebt es, gehalten zu werden. Sie genießt diese Position. Man merkt, dass sie oft gehalten wurde. Übrigens, noch etwas. Können wir eine Zytologie an diesem kleinen Knötchen hier machen? Ja, hier ist es. Jetzt werde ich den Bereich rasieren und eine Probe nehmen. Zuerst werde ich etwas Blut abnehmen. Sie ist ein bisschen weinerlich, aber mit deiner sanften Berührung wird sie sicher keinen Aufstand machen. Was für ein braver kleiner Hund. Wir warten auf die Zytologie-Ergebnisse des Knötchens und die Bluttestergebnisse. Nach der Chemo ist ihr Blutbild, das normalerweise einige Veränderungen zeigt, perfekt. Wir haben eine Probe aus ihren Ohren genommen. Das Einzige, was wir sehen, ist Schmutz. Ich gebe dir eine Reinigungslösung und sonst nichts, da wir keine Bakterien oder Ähnliches sehen. Außerdem haben wir eine Zytologie des Knotens gemacht. Und es scheint fett zu sein, also nichts Besorgniserregendes. Wir werden es beobachten, um zu sehen, ob es wächst oder nicht. Aber anfangs sieht es einfach nach Fett aus. Also, Glückwunsch! Hab ein schönes Wochenende. Hoffentlich brauchst du uns nicht oder hast keine Notfälle. Viele Grüße an alle und vielen Dank. Auf Wiedersehen.